Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part vom FIFA 15 Karrieremodus, Episode Nummer 53, und wir sind heute wieder am Start und ich muss mal ganz kurz einmal Danke sagen für die krassen Bewertungen auf diesen letzten Videos. Wenn euch das heutige gefällt, lasst doch einfach ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Und wir versuchen heute natürlich wieder Sieger einzufahren, spielen wieder gegen die Tottenham Hotspurs, nachdem es in der letzten Episode richtig knapp war und wir fast aus der Champions League ausgeschieden wären. Haben wir ja geschafft, das irgendwie zu gewährleisten, dass wir halt nicht ausgeschieden sind, durch zwei Tore von Sippel, von denen keiner weiß, wie sie gefallen sind oder wie das andersweise möglich war, aber es war möglich und das war unser Glück im Endeffekt. So, Cheryshev ist mittlerweile vollständig, ich kenne den echt nicht, keine Ahnung, wer das ist oder keine Ahnung, ob da wirklich so ein Potenzial darüber geglitscht ist. Ist auch nicht so wichtig, weil der ist sowieso nicht interessant. Chizak, Kuhn, dann haben wir hier noch Philippe Luis, auch nicht interessant. Ruddy, Debuchy, Yaya Touré, läuft der Vertrag aus? Nein, leider nicht. Lass ich auch mal drauf, weil ich den cool finde. James McLean, Jordi Amat, Westwood, Umar Asaidi, der hat uns ja richtig zerschossen. Gerade mal sehen, ob der irgendwie auch geglitscht ist. So, er ist richtig krass, Abel Hernandez, er wäre wirklich interessant. Wir kriegen zwar Ibrahimovic, aber trotzdem. Joe Allen, Basson, Anderson, Sessegnon, Rangel, Robert Huth, Petr Cech hatten wir schon beobachtet und Vertrag läuft aus. Deswegen, mal sehen, ob die verlängern oder nicht, sonst hole ich mir den. Ich meine, da kann ich natürlich nicht mehr vor Vertragsablauf verpflichten, aber Trapp gefällt mir nicht. Ich muss allgemein ein bisschen schon mal planen für die nächste Saison, weil wir sind ja schon weiter fortgeschritten auf jeden Fall. So, Bayern Young ist einsatzbereit, wunderbar, neue Spieler aus England nochmal. Gaston Ramirez, der ist interessant, genauso wie der normale Ramirez. So, Christian Benteke, was hat er für ein Rating? 82. Nein, Diaby, nein, Ashley Young erst recht nicht, Stevie G auch nicht. Joa, so, Kaderplanung sieht folgendermaßen aus, ich brauche einen neuen Zehner, und zwar für Chamberlain, weil der sich einfach nicht weiterentwickelt. Und wenn er sich nicht weiterentwickelt, bringt mir das absolut gar nichts. Finnland, ihr wollt, dass ich ihn annehme, ne? Los. Finnischer Nationaltrainer, endlich. So, warum Finnland? Ganz einfach, ist meine Lieblingsnationalität und ich finde, Finnland ist ein Land, das man aufbauen muss, deswegen finde ich die cool. Das ist nicht so ein Team, wo du sagst, ja okay, die sind schon krass. Beispielsweise haben wir hier Pukki vorne drin, aber Pukki ist nicht der Stürmer, den ich spielen lassen will. Ich will dafür vorne natürlich jemand anders drin haben, und zwar Poyanpalo, der sogar schon 69er Rating hat, wunderbar. Sehr schön. Riski haben wir hier noch, Eremenko, Sparv, Ring, Hetemai, Uronen, Moisander, Toivio, Hurme und Maimpe. Aber Jäskelein spielt noch, Radecki lasse ich aber spielen, weil der jünger ist. 26, genau. So, Hurme kenne ich nicht. Der andere Eremenko wäre auch möglich, aber kann Oyala Rechtsverteidiger spielen? Nee, der ist nur groß. Er vielleicht? Nee, er ist auch schon 27. Ein bisschen alter Problem. Er ist auch 27, aber er ist zumindest besser als Hurme. Kann Uron rechts spielen? Nö. Kann er rechts spielen? Nö. Aber egal, lassen wir so. Sparv lassen wir auch mal drehen, Jeskelein, Hurme, aber so ein schöner Name, ne? Ja, Makan haben wir noch auf der Bank, das Talent von Real Madrid, der spielt ja bei Real. In Realität ist ein ziemlich großes Talent anscheinend, weil sonst würde er nicht bei Real spielen. Ob er es in echt auch ist, wer weiß. Jetzt geht es erstmal um unsere Startaufstellung gegen die Spurs. Natürlich mit Niang vorne drin, anders geht's nicht. Ben Arfa dann. Obwohl, De Jong kann eigentlich mal spielen, der ist in guter Form, den brauchen wir. Sippel geht raus, dafür kommt Anita rein. Morrison geht in die Mitte. Nein, 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 nicht so, nein. Oh Gott, was mache ich jetzt hier schon wieder? So, und dann, so. Okay, alles klar, gut. Sippel kann mal ganz raus, dafür kann Barker auf die Bank. Koma kommt auch mal auf die Bank für Oxlade-Chamberlain. Wobei, nein, für Perez. Damit Armstrong, Götz. Müssen wir noch was ersetzen eigentlich? Ja, Geis brauchen wir noch. Okay, Barker muss dann spielen. Nastasic kann man für Rüdiger ran. Jan Gambiba will ich nicht für Laporte spielen lassen, einfach weil Laporte zu gut ist und Götz kann für Janmaat mal wieder ran. Ich denke mal, so passt das und ich denke mal, so können wir die Partie gehen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Letztes Mal gegen die Spurs gewonnen, knapp mit 1-0. Mal sehen, ob es diesmal wieder so wird. Ich wünsche euch aber viel Spaß und bis gleich. Ein erneutes Duell zwischen den Tottenham Hotspurs und Newcastle United. Heute im St. James' Park zu Hause bei den Magpies. Und die wollten im FA Cup heute in die nächste Runde einziehen, ins Halbfinale. Dementsprechend weiterkommen gegen die zuletzt so starken Tottenham Hotspurs, die ja sich ihren Weg quasi ein bisschen einfacher gemacht hatten als Newcastle United. Hatten nicht gegen einen Erstligisten gespielt und waren trotzdem natürlich verdient ins Viertelfinale des englischen Pokals eingezogen. Wir schauen uns mal die beiden Teams an, die hier auf den Rasen
Phasen ging natürlich Trapp beispielsweise im Tor, aber es gab einige Überraschungen in der Startelf von Newcastle United. Bei den Tottenham Hotspurs war das alles mehr oder weniger so wie erwartet. Allerdings Luis Holtby in der Startelf, das hatten wenige erwartet. Er auf Leihbasis zum HSV gewechselt gewesen, mittlerweile wieder da und er hatte sich seinen Startplatz hier redlich verdient mit guten Trainingsleistungen. Trapp, Götz, Nastasic, Laporte und Santon in der Verteidigung, auf der Doppel-6 Anita und Barker vorne, Morrison, De Jong, Cabella und Mbaye Niang im Sturm für den erschöpften Wissam Ben Yedder. Es gab einige Änderungen bzw. Spieler, die man so nicht erwartet hatte. Einen davon werden wir gleich noch genauer beleuchten. Auf der anderen Seite gab es, ja wie gesagt, kaum Überraschungen. Juri, Jetlin, Dyer, Vertonghen, Davies, Stambouli, Paulinho im Mittelfeld zusammen mit Holtby, Lamela, Eriksen und vorne der Sturmspitze Seydou Doumbia. Auf der Bank beispielsweise wieder Potenzial wie Roberto Soldado. Aber die größte Überraschung überhaupt auf dem Platz war nicht er hier. Er ja erläutert wegen dem Fitnesszustand von Wissam Ben Yedder in der Startelf. Nein, es war einer seiner Teamkollegen und zwar Ashton Götz. Den hatten die wenigsten in der Startelf erwartet. Der Sommertransfer vom HSV bekam mal wieder eine Chance in der Startelf für den erschöpften Daryl Janmaat. Also viel Erschöpfung im Team, das merkte man Newcastle aber nicht an. Erste Kopfballchance nach knapp 9 gespielten Minuten durch Aymeric Laporte. Der geht noch am Tor vorbei. Allerdings machte Newcastle deutlich mehr Druck, spielte den deutlich besseren Fußball. Hier der Ball auf den Bayern Young, der setzt sich wunderbar durch gegen Dyer. Aber wer ist wieder im Weg? Richtig, der Pfosten in den letzten Tagen und Wochen so oft im Weg von Newcastle gewesen und heute hier mal wieder ja aktiv. Dann aber die nächste Szene, De Jong hier mit dem Ballgewinn und Niang, wunderbarer Schuss, aber gut gehalten von Hugo Lloris im Tor der Spurs. Trotzdem nur Druck von Newcastle, von den Spurs kam absolut gar nichts und das merkte man, denn natürlich auch ein Chancenplus auf Seiten der Magpies. Wunderbarer Pass in den Lauf von Mbaye Niang, der steht frei vor Lloris, die große Chance zur 1-0 Führung, aber wieder vergeben. Es war wie verhext, der Ball wollte nicht ins Tor und dann kam wieder Niang, der war überragend heute. Der Ball wunderbar in den Rückraum auf Barker frei vorm Tor, da wirft sich Paulinho dazwischen und verhindert hier das 0-1 kurz vor der Halbzeit. Wunderbare Aktion des Brasilianers. Das war es dann aus der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dauerte es lange, bis man in die Partie fand. Erst in der 67. Minute. Der Pass auf Niang wird verunglückt, kommt aber nochmal zu Niang zurück. Dann kommt der Ball zu Ben Arfa und der denkt sich, okay, ich gehe über außen, die Mitte zu voll, spielt den Ball auf De Jong. De Jong mit der frühen Flanke und da ist ein Ball. Niang mit dem Kopfball und Lloris ist wieder da, kann wieder den Ball halten. Was für eine Parade vom französischen Nationalkeeper. Es blieb beim 0-0, aber nicht mehr lange. Der Ball im Mittelfeld auf Cabella und der denkt sich, ich spiele den Ball auf Niang. Der kommt da glücklich ran, verliert den Ball gegen Vertonghen, der mit dem Pass auf Dembélé, der mit dem Fehler. Niang im 16er geht um Lloris herum und macht das 1-0. Der Riesenfehler des Belgiers und die Führung für die Magpies. Vollkommen verdient, natürlich keine einzige Torchance bis zu diesem Zeitpunkt für die Tottenham Hotspurs und der Franzose mit seinem dritten Tor im FA Cup macht hier die Führung für die Magpies. Die tun es natürlich aus dem Häuschen und man sieht den Fehler von Dembélé, der kann den Ball nicht wegschlagen und Niang hat keine Probleme mehr vorbei an Lloris und rein ins Glück. Danach wachte aber, ja, Tottenham Hotspur ist kurzzeitig erstmal noch nicht auf. Niang erobert sich den Ball wieder gegen Dembélé, der versucht hinterher zu kommen, wieder Niang auf den Weg zum Tor und wieder ist es der ominöse Pfosten, der hier das Tor verhindert und dann kamen sie einmal nach vorne, Paulinho mit dem Ball auf Soldado, der vollkommen frei eingewechselt, 1-1. 84. Spielminute, bitter für die Magpies, dass hier den Ausgleich kassierten. Trapp kann nichts machen, ist noch dran, kann aber keine entscheidende Richtungsänderung mehr geben. Und Soldado ist einfach gnadenlos effektiv, gerade erst auf dem Platz und dann mit dem Führungstreffer. Trotzdem gab sich Newcastle nicht auf 90. Minute im Bayern Young im 16er und 11 Meter. Für Newcastle. Dembélé versteht die Welt nicht mehr. Er hatte das 1-0 verschuldet. Und jetzt die Riesenchance für Newcastle zum Siegtreffer. Ben Arfa regt sich da auf. Das ist aber nicht verständlich. Denn das Ganze hätte nicht gepfiffen werden dürfen. Er spielt eindeutig den Ball. Trifft zwar auch Niang, aber vorher der Kontakt mit dem Ball eindeutig eher für den Zweikampf verantwortlich. Trotzdem gab es den Elfmeter. Und Niang wollte sich diese Chance nicht nehmen lassen gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Lloris. Spielt den Ball nach oben rechts. Normalerweise immer oben links, heute oben rechts. Lloris hat die Ecke, aber kriegt den Ball nicht. Das 2-1 in der 90. Minute für Newcastle United und der Siegtreffer in dieser Partie. Niang mal wieder mit einem Doppelpack seine vierte Bude im FA Cup und das war die Entscheidung dieser Partie. Spurs, die verlieren hier vollkommen verdient gegen starke Magpies, die wieder ihre Chancen nicht nutzen. Im Endeffekt aber nicht so schlimm, denn man hatte ja den Siegtreffer doch noch erzielt. Bitter, dass man hier diese Effektivität hatte wie in der letzten Saison. Das muss wieder besser werden. Allerdings hat man ja noch einige Chancen dazu in dieser Saison. Ich fasse es schon wieder nicht, ne? Nein! Und Chelsea ist draußen, das heißt, wir hätten auch rausfliegen müssen. Aber trotzdem, nein! So viele Chancen und der will einfach nicht rein, aber das ist... Naja, im Endeffekt gewonnen, genauso wie gegen Zenit. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, ganz ehrlich. Eieiei, man merkt einfach, dass Niang nicht der beste Stürmer ist, den es auf der Welt gibt.
Alexandro Maxim ist dafür aber ein sehr, sehr guter Zehner. Auch interessant theoretisch für uns, denn ich habe ja gerade gesagt, wir brauchen einen Zehner. Und der ist noch, naja, was heißt jung? Aber er ist gut. Von daher vielleicht wäre er einer für uns. Wir machen erstmal weiter. Es dauert ein bisschen. Oh ja, jetzt haben wir Nationalspiele. Übrigens werde ich Nationalspiele simulieren, also da keine Sorge. Ui, guck mal, 4,7 Millionen fürs Weiterkommen in der Champions League. Also ein Träumchen. Abschlussbericht zu Lord Bentner. Warum steht da nicht Lord? Warum steht da gerade... Ich kann ihn nicht nachvollziehen. Da steht einfach Niklas Bentner. Wer ist Niklas Bentner? Nie gehört. 79 Abschluss. Pff, Alter. Mann, Mann, Mann. Der muss schon ganz schön alt sein, wenn der so langsam runtergeht. Normalerweise ja bekannterweise 90 plus Abschluss. Aber gut, so ist das nun mal mit EA. Die wissen manchmal halt nicht, was sie für Werte den Spielern geben sollen. Aber damit ja, muss man leben. Internationales Testspiel gegen die Türkei. Für... Was? Achso. Gagarini, alles nicht wirklich interessant. Auch der Medeni, der gerade den Elfmeter verursacht hat. Zarate auch nicht. Davis, du auch nicht. Ramirez auch. Ja, doch, Ramirez eigentlich schon. Vielleicht brauchen wir ja auch gar keinen Zom mehr, sondern einfach uns noch einen Ersatzstürmer, ja, und spielen dann quasi mit Doppelspitze, mit Ibra. Ich will aber nicht das System behalten. Mal sehen, wie wir das Ganze machen. So. Sind alle fit? Es sind alle fit. Wunderbar. Jeskelein ins Tor, Rachadeki ins Tor. Moisander ist nicht fit. Was hat der denn schon wieder gemacht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben vor allem nur Scheiß-Innenverteidiger. Jetzt muss Oyala neben Toivio spielen. Nicht ideal. Hetema ist eigentlich ZM, wie ihr hier sehen könnt. Und Sparv ist einfach scheiße langsam. Kann Hetema denn links spielen? Natürlich nicht. Kann Risky links spielen? Ja, schon eher. Dann spielen wir Hetema als Zehner. Risky auf links, vor allem, weil er ein bisschen schneller ist. Und gut. Dann machen wir das so. Mein Affinität für Finnland, verzeiht sie mir, aber ihr wollt, dass ich Nationaltrainer werde. Es war euer Wunsch, deswegen simulieren wir jetzt das Spiel gegen die Türkei. Wir werden wahrscheinlich richtig auf den Arsch bekommen, direkt mal als erstes. Aber sowas, ja, muss man halt auch verkraften können. Und im Endeffekt ist es ja auch nur ein Freundschaftsspiel. Beziehungsweise ein Testspiel. Wir haben gegen Belgien gewonnen, anscheinend. Das wäre also sehr komisch, wenn sie gegen uns verlieren würden. Wow, okay, alles klar. Sehr guter Start in die Trainerkarriere, kann ich mich nicht beschweren. 2-0 Sieg gegen die Türkei, 2-1 Sieg gegen die Türkei. Kann man machen. Nächstes Spiel zu Hause gegen Wales mit Gareth Bales. Bin auch mal sehr gespannt. So, kann Moisander denn jetzt wieder spielen? Ja, kann er. 74 nur noch, eieiei. Geht halt auch runter, ist klar, ist älter geworden. Aber trotzdem gehen wir ins nächste Spiel rein. Gegen Wales, bin ich mal sehr gespannt. 2-2 gegen Schweden, 1-1 Slowenien, 1-0 gegen Österreich gewonnen. 4-2-3-1, wahrscheinlich mit Bale auf rechts und vorne drin. Ja, ist halt die Frage, ne, wen sie da spielen. Aber trotzdem sieht das solide aus und 1-1, auch damit kann ich leben. Bale hat das Tor natürlich gemacht, per Elfmeter. Robson Kanu hat sich verletzt, der war der Stürmer. Crofts, Nardiello, Hughes, da haben wir auf der Bank noch Bishop, Hennessy als Torwart noch auf der Bank. Price stand im Tor. Niatanga in der Innenverteidigung. Gut, oh nein, gegen Man United, ach du Scheiße. Louis van Gaal, verunsichern, der ist kacke. In Realität ja, hat er gesagt, er ist der beste Trainer der Welt, die Mannschaft ist die beste der Welt und momentan sind sie auf Tabellenplatz 8 oder sowas. Schlechter als Moyes gestartet, kann man mal machen. Oh, super, und direkt danach in der Champions League. Mua, Schmacko. Oxlade wird starten, ja. Niang wird auch starten. Weil ich will, dass Ben Yedda fit ist. Ben Arfa wird starten, weil ich will, dass Kabeja fit ist. Dann kann De Jong in die Mitte gehen. Die beiden werden auch starten, weil ich meine Startelf fit haben will. Nastasic. Rüdiger wird starten. Janmaat wird starten. Genug Ausdauer hat er. Ich bin mal sehr gespannt, wie das laufen wird. Ist ja nur Man United. Ist ja kein starker Gegner oder sowas zum Glück. Ach, kriegen wir schon irgendwie. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Spiel und wir sehen uns danach wieder. Bis gleich. Newcastle nach dem Weiterkommen im FA Cup zu Gast im Theatre of Dreams. Der nächste schwere Gegner, Manchester United, erwartete die Magpies im Old Trafford. Und ja, Manchester wollte mal wieder zeigen, warum man in der Tabelle 2 Plätze vor Newcastle stand. Wir sehen es hier in der Konstellation. 13 Punkte Vorsprung für die Red Devils auf dem dritten Platz. Tottenham Hotspurs dazwischen, die man gerade im FA Cup rausgewürfelt hatte. Und jetzt wollte man natürlich auch gegen Manchester United ein gutes Bild abgeben auf Seiten von Newcastle. Das tat man allerdings nicht in absoluter Startelfbesetzung, denn nächste Woche in der Champions
Champions League gegen Sevilla wollte man auch fitte Spieler haben, deswegen quasi etwas Rotation ist nicht so wichtig, denn 13 Punkte Rückstand kann man eh nicht aufholen. Trotzdem wollte man oben dabei bleiben mit Spielern wie Ben Arfa und beispielsweise Sime de Jong endlich mal wieder in der Startelf, nachdem er nach seiner guten Leistung nicht in der Startelf gestanden hatte gegen die Spurs. Lindegaard, Raphael, Shawcross, Rojo, Blind, Khedira, der deutsche Transfer von Real Madrid, Fellaini, Herrera, Di Maria, Hernandez zurückgekehrt von Real Madrid und Wayne Rooney in der Startaufstellung bei Manchester United auf der Bank, beispielsweise Spieler wie Van Persie oder der zurückgekehrte Nani. Die Fans natürlich in absoluter Top-Stimmung, die wollten hier mal wieder einen richtig schönen Sieg sehen an diesem regnerischen Nachmittag. Trabian, Madrid, Rüdiger, Laporte, Santon, Barca und Anita auf der Doppel-6, Ben Arfa, De Jong und Oxlade-Chamberlain zusammen vorne mit Mbaye Niang. Auf der Bank beispielsweise nur Spieler wie Morrison, Geis, Ben Yedder, Nastasic, Kabeja oder auch Campbell. Also eine richtig starke Bank und ein richtig starker Stürmer auf der anderen Seite mit Wayne Rooney. Der 30-Jährige wollte heute gegen Kevin Trapp eine Bude erzielen. Allerdings startete er Newcastle gut in die Partie und zwar mit Sime de Jong. Genauso wie es auch schon gegen die Spurs war, war Newcastle überlegen. Oxlade-Chamberlain mit dem Linksschuss und da ist Mbaye Niang 1-0. 9 Minuten rum und es steht 1-0 für den Außenseiter, für den Gast aus Newcastle. Was für ein Fehler von Lindegaard, wobei man nicht wirklich Fehler sagen kann, denn den Ball kann man schlecht irgendwo anders hinprallen lassen. Er der Fehler in der Verteidigung. Zweimal können sie Oxlade-Chamberlain nicht aufhalten und Niang steht vollkommen frei, da wo ein Schirmer stehen muss und macht seine nächste Bude in der Saison. Es ist bereits die 12. für ihn und es geht weiter auf der anderen Seite, denn Manchester reagierte im Stil einer Spitzenmannschaft. Der Ball auf Di Maria, der macht das klasse. Der Linksschuss in die rechte untere Torecke von Kevin Trapp und der kann absolut nichts machen. 1-1 nach 12 Minuten der Argentinier mit seiner nächsten Bude in der Premier League. Wunderbar rausgespielt. Der klasse Pass von Herrera auf den Argentinier und der kann den Ball einfach unten reinnetzen ohne große Probleme. Trotzdem war Newcastle besser. Die versuchten es weiter nach vorne mit Ben Yedder und nicht Ben Yedder, sondern De Jong. Aber der Schuss wird gehalten von Lindegaard, der Däne, heute im Tor für David De Gea. Immer wieder gegen Spurs war das auffällig, dass die Top-Torhüter geschont wurden. Allerdings war das vielleicht ein Fehler. Niang geht in den 16er hinein. Der Ball, ja, wird gehalten von Lindegaard. Er zeigt, der ist ein richtig guter und hat hier dementsprechend ja quasi die Führung für die McPies verhindert. Vor der Halbzeit nochmal diese schöne Flanke von Ben Arfa aus dem Halbfeld, aber danach war halt auch Halbzeit. 1-1 zum Pausentee, das war nicht das Ergebnis, das sich ja das Theater of Dreams erhofft hatte, die Fans im Theater of Dreams, genauso wenig wie Louis van Gaal. Allerdings war das ein gutes Ergebnis für die McPies, denn die wollten hier zumindest einen Punkt mit entführen und mal sehen, ob sie das in der zweiten Halbzeit dann geschafft haben. Wir springen in die erste Szene und es spielte in der zweiten Halbzeit nur Newcastle. Keine besonders großartige Aktion von Manchester und die McPies spielten so nach vorne. Niang scheitert, De Jong scheitert, Niang ist da, 2-1 für Newcastle United. 51. Spielminute, die erneute Führung für die Magpies und das war zu diesem Zeitpunkt definitiv verdient, denn sie investierten einfach mehr. Manchester hinten eingeschnürt, bekam kaum Chancen irgendwie nach vorne zu spielen und die Magpies vorne einfach diesmal wirklich mehr eiskalt als im Spiel gegen ja, die Spurs. Der Kopfball von Rüdiger hier beweist ehrlich gesagt das Gegenteil. Er köpft den Ball übers Tor, war aber auch im Bedrängnis, deswegen nicht so schlimm. Trotzdem zeigt das, sie wollten weiter nach vorne spielen, sie wollten weiter Tore machen, sie wollten die mitgereisten Fans unterhalten und die waren in richtig guter Stimmung, zumal es weiterging mit dem Ball. Wunderbar in die Spitze gespielt, Niang setzt sich gegen Rojo durch im Sprintduell, frei vor Lindegaard. Spielt den Ball aber links am Tor vorbei, schöne Chance für den Franzosen und der sollte die nächste direkt bekommen. War heute überragend, kriegt hier den Ball zugespielt, wieder frei vor Lindegaard, schießt, scheitert, Kopfball, Tor, 3-1, 70. Spielminute, die Entscheidung für Newcastle, Fragezeichen. Dickes, dickes Ding, der Hattrick von Mbaye Niang. Erst das Tor mit dem rechten Fuß, dann das Tor nochmal mit dem rechten Fuß, jetzt das Tor mit dem Kopf, zweimal aus Abprallern profitiert, nein, sogar dreimal in dieser Partie und die Fans natürlich mehr als zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft, die waren richtig gut drauf, die mitgereisten Toons. Auf der anderen Seite die Red Devils Fans, die wurden bitter, bitter enttäuscht. Mal eine gute Szene, eine Ecke von Di Maria, Kopfball von Rooney, das war mit die gefährlichste Szene im zweiten Durchgang und dann sowas hier, Rooney verliert den Ball und da ist Davide Santon, der mit dem langen Ball in die Spitze nach vorne und da ist Niang und der ist ja bekannterweise sehr, sehr schnell. Shawcross grätscht hier daneben und dann kann er Tempo aufbauen. Geht in den 16er rein, Fellaini kommt nicht hinterher, der Pass in die Mitte, da ist Sime de Jong, 4-1. 90. Minute, die endgültige Entscheidung und die Demütigung im eigenen Stadion für Manchester United. Die wurden hier auseinandergenommen, die wurden zurechtgelegt und dann fachgerecht abgefertigt. Wunderbarer Pass von Young, komplettiert seine Megaleistung mit einer Vorlage und drei Toren und de Jong macht auch noch seine Bude in der heutigen Partie. Wunderbar gespielt, wunderbarer Spielzug und natürlich bitter für Lindegaard, den Dänen im Tor, denn der konnte am wenigsten dafür, dass man hier so unterging.
Klar, auch nicht unbedingt die beste Partie von ihm, aber trotzdem ein 4:1, einfach bitter. Es sollte noch schlimmer werden, der Pass in die Mitte, aber dann wurde abgepfiffen. 4:1 Sieg für Newcastle im Theater of Dreams. Manchester blamiert sich bis auf die Knochen und so, ja, festigt man sich oben in der Tabelle, beziehungsweise setzt sich da oben fest und muss sich keine Gedanken machen, überholt zu werden. Und Manchester, naja, die haben zwar Vorsprung, aber so darf man als Favorit in der Liga nicht auftreten. 4:1 im Theater of Dreams gegen Manchester United. Wie auch immer sie das gemacht haben, aber sie haben es gemacht und das ist das Wichtigste. Was war das denn? Richtig, richtig krass. Was für ein Ergebnis. Wo sind wir in der Liga jetzt? Auf Platz, können wir nicht sehen. Nachgucken. Tabellen. So. Champions Cup ist die aktuelle Tabelle, aber die ist ja egal. Hallo, bitte? Es lädt nicht. Doch, jetzt Euroleague. Es juckt mich nicht. Es geht nicht. Jetzt Champions Cup, Copa Europa, okay. Capital One Cup, wir kommen näher. FA Cup, wir kommen näher. Community Shield, wir kommen näher. Barclays Premier League, wir sind immer noch 9 Punkte hinter United. Au. Okay, aber... Ne, 10 Punkte sogar. Ui. Haben aber ein bisschen Vorsprung zu Arsenal. Mit 5 Punkten. Das geht ganz gut klar. Naja. Aber trotzdem, auf jeden Fall geil, dass wir gegen die gewinnen konnten. Das war sehr nice. Pressekonferenz, Abschlussbericht, aber dann ist zu ihrer Leistung. Blabla, unter Druck gesetzt, wie immer eigentlich. Ist ja nichts Neues. So, Newcastle loben wir. Und zum Abschluss der Episode heute gucken wir nochmal, weil es die 53. ist. Hat keinen Sinn, aber ist egal. Und ganz kurz mal die Entwicklung unserer Spieler. Das interessiert mich gerade mal, weil es ist der 27. Nein. Ach, guck mal, Michael Forsell. Ich kann Michael Forsell berufen. Na, egal. So. Hallo. Es lädt gerade so langsam, das ist unfassbar. So, Kevin Trapp. Ändert sich nichts. Daryl Yammarch steigt, glaube ich, weiter munter an. Ich habe die genauen Stats nicht im Kopf. Rüdiger steigt nicht, aber der ist ja auch noch jung. Laporte steigt, das ist wunderbar. Und wieder steigt, das ist richtig geil. Santon sieht auch gut aus. Daniel Barker, alter, 91, fairer Zweikampf. Steigt auch, ist super. Anita bleibt gleich. Ben Arfa steigt weiter, vor allem bei lange Schüsse, das ist extrem geil. Sieben Leon steigt auch weiter. Oxlade-Chamberlain bleibt immer noch gleich, deswegen wird er auch verkauft im Sommer. Niang steigt, gediegen weiter. Nastasic steigt langsam, Geist steigt zumindest bei Mentalität, aber sonst nicht wirklich, kommt hoffentlich wieder. Morrison steigt bei Mentalität, Ben Yedder steigt bei Mentalität und sinkt bei physisch, wie wir es ja schon kennen. Komar steigt noch nicht, kommt bestimmt noch. Campbell steigt behäbig. Ja, Kabea steigt auch weiter, Smith steigt auch weiter, wunderbar. Lennart Sippel ist einfach ein absolutes Monster. Adam Armstrong steigt ein bisschen, Oyarzabal Perez ist, glaube ich, auch ein bisschen gestiegen sogar. Götz, ja, aber bei Mentalität halt. Er bei Technik, also allgemein steigt er wie immer. Curtis Good steigt ein bisschen, Haidara steigt weiter. Darlow nicht unbedingt, Stranzel sinkt natürlich. Taylor steigt und sinkt gleichzeitig. Aubertin ist das ja, der steigt auch ein bisschen. Gouffran bleibt gleich. Patrick Müller steigt. Tim Diessen steigt bei Mentalität, sehr, sehr schön. Rolando Ahrens steigt weiter. Vucic steigt auch ein bisschen. Lascelles steigt auch. Abbe ist mittlerweile bei 72, was sehr schön ist. Galbi Grimane bei 71, was auch schön ist. Also kann ich mich absolut nicht beschweren. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wie gesagt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.